das ist ein News-Video. Ich möchte euch eigentlich nur ein paar kurze Infos dazu geben, was euch die nächsten 2 Wochen so erwartet. Ich bin von 5. Juni bis 15. Juni in London, weil ich am PixieWoo-Kurs teilnehme. Und zwar PixieWoo, vielleicht für die ein oder anderen schon bereits bekannt, sind ja auf YouTube die Beauty-Gurus und Make-up-Artists. Da dachte ich mir einfach, ja, bewirb dich mal, gucken, ob du einen Platz im Workshop bekommst. Und ja, ich habe einen Platz bekommen, glücklicherweise. Ich bin sehr happy darüber und werde jetzt natürlich diese eine Woche diesen Intensivkurs machen. Und ja, in der Zeit wird es für mich wahrscheinlich relativ schwierig sein, jetzt überhaupt Make-up-Tutorial-Videos zu machen. Aber ich lasse natürlich nicht locker und ich lasse euch auch nicht hängen. Ich hatte mir gedacht, ich mache einfach Vlogs und werde versuchen, so gut wie möglich zu filmen, weil es ja für die ein oder andere natürlich interessant ist, die dann vielleicht auch Interesse an diesem Make-up-Artist-Workshop von PixieWoo haben. Wie rennt es dort ab? Wie sieht das dort aus? Ja, dachte ich mir, ist doch gar nicht mal so schlecht, wenn ich da mitfilme. Ich kann euch nicht sagen, ob ich dort filmen darf. Was ich euch versprechen kann, ist, dass es auf jeden Fall Fotos gibt und ich vloggen werde. Das heißt, ihr werdet von mir so oft wie möglich ein Tages-Summary bekommen. Quasi, was habe ich den Tag erlebt, was habe ich gelernt, wie ist das Ganze dort, und ich halte euch natürlich so mit auf dem Laufenden. Ja, das war eigentlich mein kleines News-Video. Ich habe jetzt auch begonnen für Bloom mit dem ersten Video. Für die, die das noch nicht kennen, in meiner Beschreibung unten seht ihr natürlich den Link zum Bloom-Channel. Und das erste Video habe ich gemacht. Es ist englischsprachig, aber ja, bitte keine Kritik ausüben. Ich bin nicht so toll in Englisch. Aber das erste Video ist ein Contouring-Video, und die, die sich gerne das Ganze ansehen möchten, wie gesagt, guckt bei Bloom vorbei, und die Mädels werden in der Abwesenheit, also in meiner Abwesenheit, weiterhin auch Videos hochladen. Sind natürlich ganz tolle Mädels, also wenn es euch interessiert, guckt euch die Videos an. Ihr könnt mich natürlich in der Zeit, wo ich nicht da bin, auf meinen Blogs verfolgen. Ich werde versuchen, so oft wie möglich zu bloggen. Da werdet ihr dann auch eher die Fotos finden, beziehungsweise auf meiner Facebook-Seite. Ja, ich würde mich freuen, wenn einige von euch einfach dranbleiben und sich meine News angucken und meine Posts lesen. Das zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt weiterhin noch Spaß beim Gucken in meinem Channel, meine Tutorials und so. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und bye. Bis bald. Thank you.